Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ich heiße Jan und ich bin euer Gamer Viking. Und wir sind immer noch in Tyr's Tempel und wir sind immer noch dabei herauszufinden, wie wir jetzt eigentlich nach Jotunheim kommen. Wir haben jetzt hier alle möglichen Anker gelöst und wollen jetzt den Tempel kippen. Was auch immer das bedeutet, aber wir machen es jetzt einfach. Wir werden jetzt hier Aus den Beinen Kraft unserer Wassersuppe volle Kanne den Tempel kippen. Ihr werdet zusehen. Und dann werden wir wissen, was uns das eigentlich bringt, das zu tun. Wir machen es ja die ganze Zeit einfach nur, ohne zu wissen, ob das irgendeine Auswirkung hat. Kratos drückt. Los. Ja, Mann. Und der Tempel kippt. Er dreht sich. Wow. Tschüss, Alter. Falls einmal hohe Gewalt die Antwort sein sollte, bin ich froh, auf deiner Seite zu sein. Und wir sind nicht tot. Ein echtes Plus. Da, links. Geil, Mart. Von da aus können wir rauf zur Weltenreisekammer klettern. Ja, machen wir. Danke für den Siehst du, Hinweis. Mimir? Niemand könnte all das alleine schaffen. All diese Hindernisse. Wir können beweisen, dass nur wir sie überwinden können. Klar, wir streiten. Oh. Vater und ich. Hallo? Du und Weiter. Freya. Brock und Sindri. Aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir ein gutes Team. Und das Oh, der ist hat's nicht verstanden, der möglich. Junge. Deshalb werden wir Jötunheim erreichen. Hast du das gehört? Er hat sein Equilibrium gefunden. Was bedeutet das? Er meint, du sprichst weiß. Das ist Okay, was passiert? Tyr's mysteriöses Objekt mitnehmen. Und wir wollen nach Jötunheim und wir wollen das Objekt Da lässt sich mitnehmen. der Tempel wohl doch drehen. Seht mal, der Baum steht auf dem Kopf. Oder sind wir das? Bin nicht mehr sicher. Und da ist das Ding. Wo muss ich's nehmen? Hier? Ich darf's nicht nehmen. Hallo? Ah. Also irgendwie ist gerade der Wurm hier drin. Pass es mal an. Junge, dein Messer. Ich bin gespannt. Was ist das? Eine Art Weltenstein. Lass mal sehen. Hier ist geheimes Objekt. Bei Athomlas Euter. Das ist der Eintrachtstein. Du kennst ihn? Dass er tatsächlich existiert. Wenn Tyr ihn besessen hat, erklärt das, wie er all die Welten erreicht hat. Und andere Länder noch dazu. Er hielt ihn. In Odins Bibliothek. Ja. Ja, das ist es. Jetzt begreife ich erst. Darauf ist Tyr in der Zwischenwelt abgebildet. Du weißt ja, verlasse niemals den Pfad. Tja, Tyr folgte immer seinem eigenen Pfad. Verstehst du, was ich meine? Aha. Ja, die Zwischenwelt. Hat irgendjemand das verstanden jetzt? Ich nicht, aber wir haben auf jeden Fall einen Weg nach Jötunheim abgeschlossen. Woo! Auf Und dir scheinbar wir sollen also uns jetzt in der Zwischenwelt umsehen. Weltenbaums verlässt. Und du glaubst, um den geheimen Weg nach Jötunheim zu erreichen, müssen wir das auch tun? Das tue ich. Oh je. Das ist dein voller Ernst, nicht wahr? Okay. Dann gehen wir doch mal hier rein. Mal sehen, was jetzt hier passiert. Was hat euch so durcheinander gebracht? Bewegt euch! Wir sind wieder bei Brock und Sindri, die wieder zusammenarbeiten. Dann Und können hier mal eben schauen, ob wir jetzt irgendwas verbessern können, weil wir haben ja einiges gefunden. Aha. Nebel-Echos. Oh, wahrscheinlich gibt es jetzt diese ganzen epischen Sachen noch dazu. Ja, aber wir bleiben bei unserer Rüstung. Und müssten eigentlich mal wieder einen Abstecher nach Muspelheim machen. Oh, verbessern Armrüstung könnte ich auch so. Ja, das ist. Ja, nee. Wir müssen nach Muspelheim und da noch kämpfen, um diese ganzen schwelende Glut zu kriegen, um unsere Rüstung aufzupimpen. Hey, es wird schließlich niemand Wenn wir nichts verbessern können, brauchen wir hier auch nichts tun. Die Frage ist:
Reisen wir jetzt hier weiter oder machen wir uns auf nach Muspelheim? Nee, ich würde sagen, wir reisen hier weiter in die Zwischenwelt. Ja. Ab in die Zwischenwelt. Cooles Tor, muss ich sagen. Und vamos! Wir sind da. Wenn du vorhast, uns alle in die Leere zu stürzen, hoffe ich, dass du dir sicher bist. War das nicht deine Idee? Oh, oh. Den eigenen Weg finden, oder? Schwachsinn. Oh, da wurde gerade gespeichert, oder was? Ohne, also... Eintrachtsstein zum Abgrund bringen. Ich hab Angst. Hier ist Tier über den Rand getreten. Und der Eintrachtsstein... Schon mal jemand runtergesprungen? Ich hab schon mal probiert. Ohne den Stein. Bereit? Bereit. Tja, wenn es sein muss, Freunde, es war mir eine Ehre. Hab Vertrauen. Ja, mir auch. In wen denn? In wen denn? Woo! Ich dachte, da wäre ein Abo! BTF, Mann! Wow! Wo sind wir denn jetzt? Wie kann mir ohne Magen nur so schlecht werden? Ach komm, das war großartig. Da. Der Turm. Ich wusste, dass hier unten was ist. Unglaublich. Wie versteckt man etwas, das in allen Welten existiert? Wirf es aus allen Welten in den Raum dazwischen. Raffinierte. Meine Fresse, ist das geil. Ist Jötnheim auf der anderen Seite? Das kann nicht sein. Man geht nicht einfach durch Vanaheim zum Midgard-Gipfel. Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen, aber passt auf. Tiers kleine Prüfungen sind nie so einfach, wie sie scheinen. Ist mir aufgefallen. Okay. Meine Fresse. Okay, hier vorne ist nichts weiter, glaube ich. Ich sehe nichts, was uns helfen könnte. Wir müssen hier rein. Meine Fresse, ist das spannend. Jetzt sind wir hier in so einem Turm. Im Turm von Jötunheim. Wir haben lustigerweise alles aufgefüllt. Der Sockel. Links und rechts sind 4 Tore. Wahrscheinlich gibt es jetzt hier richtig Prüfungen. Ich bin gespannt, ich muss jetzt richtig fighten bestimmt gleich wieder. Der Turm, er absorbiert die Energie des Steins. Irgendwas passiert. Bewegt er sich? Er bewegt sich. Er weiß, was zu tun ist. Der Stein hat seinen Zweck erfüllt. Wir erfüllen Tiers Zauber. Was ist ja. Ich habe keine Ahnung, aber schlimmer als ich bin Fall, gleich... Ich bin sicher, die Tore gehen auf und... Ja. Genau das habe ich mir gedacht. Mach erstmal Platz, Kratos. Mach Platz hier. Ja. Genau so. So viele. Ich muss auf die Chaosklingen wechseln. Ja, Mann. So, genau. Bam. Fuck, Mann. Mach jetzt. Platz da. Ja, Mann. Mach. Oh, fuck, Mann. Du Bastard. Yes, sir! Gut, dass das vorbei ist. Woo! Wo sind die? Oh, nächste Prüfung. Oh, das ist Alfheim. What happens? Oh nein, die Dinger schon wieder? Ja, Mann! Ich krieg dich, du Arsch! Bam! Und jetzt zeige ich dir mal, wo man richtig auf die Fresse kriegt. Ah! Oh, fuck, 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 fuck.
Fuck, 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 fuck. Ja, Mann. Und Hälfte holen, Hälfte holen. Und Rolle, ja. Woo. Well, Bammy Ram. Okay, okay. Okay, das hat nichts gebracht. Ah, shit, ich bin wieder reingelaufen. Und weg, 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 weg. Ja, Mann. Wo ist er? Ich will den so ranziehen. Oh, fuck. Nein, geradeaus weg da. Woo! Elf, da. So, ich will den jetzt ranziehen. Das wird so nix, okay. Nein! Weck mich zum Leben! Scheiße, Mann. Ich hätte doch da hinten vorhin die Rage-Steine sammeln sollen. Und jetzt machen wir mal richtig platt, Alter. So, der ist zwar schon fast am Ende, aber der nervt mich tierisch. Ja! Yeah. Okay. Jetzt hier noch den anderen Stein. Wir laufen jetzt hier einmal durch. Oh, fuck. Oh je, da kommen sie. Wo kommt wer? So. Okay, weg, weg, weg. Nein, 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 nein. So nicht, Fräulein. WTF, Mann. Zum Glück habe ich ja Rage dabei. Kriegst mich nicht. Ja. Yeah. Mehr Health einsammeln und alles. Okay. Oh. Muspelheim. Gar nicht gut. Also, wir setzen auf Eis. Schön, dass ich kein Rage mehr habe jetzt. Oh, wie viele denn noch? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, 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 der macht das schon. Oh, fuck. Nein, 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 nein! Ah. WTF, Mann! WTF! Ja, yeah, ich bin ja schon weg! Woo! Daudi Muda! Okay.
Okay, das wird doch gar nicht so schwierig werden. Okay. Jetzt spring da hoch und mach den Troll fertig. Dreh dich um. Okay, schade. Das hat nicht so viel gemacht, wie ich gedacht hatte. Aber gut, habe ich noch Health? Habe ich noch Health? Wie viel? Ja, das ist super. Okay, geil. Oh. Okay. Der ist fast down. Der kann nix. Ja, ich hol mir dich. Du blöder Bastard. Und... Ja, Mann! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Ja! Wow! Der Klassiker. Auch der ist down. So, ich hol mir jetzt erstmal da das Health. Oh, wir sind durch, oder was? Hat angehalten. Es ist vorbei. Hat der nichts hinterlassen? Ja. Doch, da liegt was. Und zwar... Zorn des Artemis. Leichter Runenangriff. Ein schützender Hieb, der alle Gegner um Kratos zurückstößt. Oh, das ist gut. Oh, der sieht gut aus. Ich glaube, den nehme ich. Ich probiere ihn mal aus. Das Zurückstoßen könnte ich mir gut vorstellen. Okay, was passiert als nächstes? Müssen wir raus, oder was? Lag hier gerade nicht noch was? Nee. Okay, wir versuchen es mal draußen. Da, wir sind wieder am Midgard. Da ist die Brücke. What? Geschafft. Der Turm ist wieder an seinem Platz. Jetzt kann uns Tyrs Weltenkammer nach Jötunheim bringen. What the heck? Warum haben wir es nicht gleich so gemacht? Ich vermutete, dass die Riesenreste der urzeitlichen Jötner Erschaffungsessenz besaßen. Das Zeug, aus dem alle Welten gemacht wurden. Der Eintrachtstein wurde wohl auch daraus hergestellt. In einem Außenstehenden... Hallo, Brücke! Auch wenn es Tyr war, zeigt ihre Verzweiflung. Abgeschlossen zwischen den Welten! Anzünden und sehen, was geschieht. Ja? Noch ein Name. Göndul! Noch eine Valkyrie. Das ist kein Zufall. Doch wer hat sie in Tyrs Feuerschalen geritzt? Ah, ja. So. Was sollen wir denn jetzt tun? Wir sollen zu Tyrs Weltenkammer zurückkehren. Nö, das wollen wir jetzt erstmal nicht. Wir wollen jetzt hier die ganzen Feuerschalen entzünden, oder? Ich würde sagen, ja. Wir entzünden jetzt mal hier die ganzen Feuerschalen und... Muss ich da jetzt mit dem Boot rüberfahren? Was passiert denn, wenn ich die Feuerschalen entzündet habe? War das nicht gerade Aufträge, Schatzkarten, Artefakte? Nein. Feuerschalen. Licht der Welt. Tyrs Feuerschalen auf den Weltenturm am See der Neuen entzündet. Gibt 10.000 XP. Was soll ich mit 10.000 XP? Passiert da noch mehr? Wir wissen es nicht. Okay. Lassen wir es erstmal sein. Das gucken wir uns dann später mal an. Und gehen wir erstmal jetzt zu Tyrs Tempel. Und schauen mal, was die Zwerge zu sagen haben. Ihr beide macht wirklich gern Radau, was? So, verwässern geht nichts, hä?
Nee, immer noch nicht. Nächstes Mal. Alles klar. Wir könnten jetzt also entweder da reingehen oder uns nach oh, können wir uns jetzt zu den ganzen einzelnen Dingern teleportieren? Ja, wa? Oh ja, na das ist doch gut. Na, der und der einzige ist der, wo wir nicht hinkommen. Hm. Jo, nee, machen wir nicht. Wir machen das ein andermal. Wir machen uns weiter auf dem Weg, dem Hauptquest zu folgen. Ich bin jetzt gespannt, was hier passiert. Ich weiß nicht, was wir in Jötunheim vorfinden, aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Odins Raben werden ihm berichten, dass der Turm wieder steht und er soll nicht den Lohn für unsere Mühen ernten. Also gut. Wir reisen nach Jötunheim. Oder? Da ist hier das Omega, warum auch immer. Ein Klassiker. Ich will hier drehen, komm. Wo ist Jötunheim? Ist das Jötunheim? Nein, das ist, glaube ich, doch, das könnte Jötunheim sein. Yes! Und wir wollen in diese Welt reisen. Ich bin schon sowas von gespannt. Wir versuchen schon Ewigkeit nach Jötunheim zu kommen. Was? Ist kein Weltenkristall da. Tyr muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Du hast doch Augen wie er, Mimi. Ich habe. Oh, fuck, Mann. Eins. Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Oh, wir kommen wieder nicht nach Jötunheim. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es. Wer weiß, wo er es versteckt hat. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Das kann doch nicht wahr sein. Aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri. Okay, wir reden doch wieder mit den Zwergen. Meine Fresse. Wieder nicht nach Jötunheim. Es ist echt zum Brechen. Ich dachte, wir kommen jetzt endlich mal hin in die Welt der Riesen da. Nein. Jetzt müssen wir jetzt mit Zwergen hier quatschen. Hey Jungs, eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Oh. 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 Das. Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich. Er gab mir den Auftrag. Oh. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich lehnte ab. Verzeihung, entschuldigte mich. Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ist das Mais? Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Oh, fuck. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen? What the fuck, man? Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Ja. Also. Ja, ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste vorzubereiten. Alles, was ihr tut, ja. Macht es jetzt. Bloß ein weiser. Genau. Okay, das ist ein sehr netter Rat und deswegen, aus diesem Grund, reisen wir nach Muspelheim, um die nächste Arena zu schaffen, hoffentlich, und. Schwelende Glut und all die Zusatzstoffe für unsere Rüstung einzukaufen, zu gewinnen. Als Belohnung für unsere Arena-Kämpfer an uns zu nehmen. Genau. So, wo ist Muspelheim? Vanaheim? Nein. Muspelheim. Auf geht's! Immer das
Klar, Frigg. Also, das ist mehr eine Art Kosename, weißt du? Er bedeutet geliebt. So hat Odin Freya nach der Hochzeit genannt. Anfangs aus echter Zuneigung. Glaube ich zumindest. Als die Sache okay wurde, konnte er... Mach auf da! Odin wollte nicht, dass Freya, eine wahre Göttin, in Asgard für irgendetwas Anerkennung bekam. Also wurde alles Gute, das sie erreicht hatte, Frigg zugeschrieben. Die beiden Schwestern zusammen. Genau! Freya war Baldurs Mutter. So, wir sind in Muspelheim. Und wir wollen schwelende Glut gewinnen. Und die nächsten Arenen. Ja. Bestehen. Arena-Kämpfe bestehen. Und, Oh. Wieder mit deinem Bruder schreibt. Nur weil er mit den Jahren weniger nervtötend geworden ist, heißt das nicht, dass ich nicht meinen eigenen Kundenstamm zu pflegen habe. Ach ja? Genau. Wen denn? Und wir haben Arena 1 und 2 und 3 schon gemacht. Ihr könnt euch das anschauen. Ich verlinke es hier oben. Und, falls ihr da Probleme habt. Und wir machen uns jetzt, glaube ich, auf in die Arena 4. Genau. Und was da passiert und ob wir tatsächlich schaffen, noch mehr schwelende Glut und Feuerwappen und was wie auch immer diese anderen Ressourcen heißen zu kriegen, gibt's dann beim nächsten Mal für euch auf die Augen. Und ich verbleibe bis dahin. Euer Gamer Viking, haut rein. Bye bye.